So, herzlich willkommen zu unserem lustigen Quiz. Wir haben eine, also es geht eigentlich nicht darum, sehr komplexe, schwierige Fragen zu haben, sondern Spaß miteinander. Und ich zeige euch gerade mal die Sonntagsfrage. So, was ist zirkuläres Fragen? Wir könnten natürlich jetzt ab in die Nebenräume. Ich denke, wir machen eine abgekürzte, eine abgeschmackte, eine ja, kürzt da einfach Runde und zirkuläres Fragen. Ich gebe euch mal mögliche Antworten und zeig sie euch an. Rechtschreibfehler. Ich bin immer sehr für Rechtschreibfehler. Beobachterposition, Rückkopplung, Informationsschöpfung. Ich lasse es für euch so stehen, dass ihr gerade noch mal überlegen könnt, was könnte es denn sein? Also, was ist zirkuläres Fragen? Bevor ich jetzt so reinplatze, könnt ihr mich hören. Ja, aber wie? Ja, geil, weil dann habe ich mich jetzt entschieden, ohne Bild, aber mit Ton. Alternative in Ordnung, wunderbar. So, ich gebe mal die Umfrage gleich rein. Also, was ist zirkuläres Fragen? Und ich starte die Umfrage, schaut gerade noch mal drauf. A ist Rechtschreibfehler, B Beobachterposition, C Rückkopplung, D Informationsschöpfung. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ihr könnt die Umfrage jetzt bitte öffnen. So, und abstimmen. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Dann werde ich euch doch mal das Diagramm auflegen. Yeah! Das ist doch schön bunt, das freut mich sehr. Also wir haben von allem etwas. Also ich freue mich auch sehr, dass ich mich mit meinem Rechtschreibfehler wieder durchsetzen konnte. Habt ihr die anderen Positionen gerade noch? Wisst ihr noch, wie die lauteten? Also was Rechtschreibfehler war A, wisst ihr noch, was B war? Also da sind drei Leute sind für Beobachterposition und zwei sind für Rückkopplung und die Mehrheit ist für Informationsschöpfung. Also scheinen ja irgendwie alle was für sich zu haben. Mir wäre es jetzt recht, wenn ihr euch melden würdet. Dann kann ich euch Mikrofon zuteilen oder Redemöglichkeiten schaffen. Was spricht denn für D, was für B, was für C? Die Vertreter der jeweiligen Antworten oder auch andere, wir können es ja mal diskutieren. Edda, du kannst Gott sei Dank sprechen. Dennoch gebe Ja, ich dir, ja, sehr schön. geht schon, Gut. danke. Also, ich habe mich für C ausgesprochen, für Rückkopplung, weil für mich ist zirkuläre Fragen Intervention, die im Klientensystem Nachdenken ermöglicht über Muster, die bei denen wirken. Und insofern ist es eine Frage, die eine Rückkopplung erzielt. Deswegen bin ich für C. Edda, ich danke dir sehr. Wir lassen es noch ein Momentchen im Raum stehen. Du weißt ja, Spannungsbogen, Spannungsbogen. Und wollen hören, was Christian meint. Du bist B. für Schiffbruch B. habe ich, Genau, ja, erzähl, habe ich berichte. mit voller Kompetenz Schiffbruch erleidet. Ich habe zirkuläres Fragen so verstanden, dass es darum geht, dass ich eine andere Beobachterposition einnehme, also gezielt danach frage, ja, wie geht's mir und so weiter, aus der Sicht des anderen. Also was würde der andere darüber denken, dementsprechend die Beobachterposition? Wunderbar. Eine andere Meinung dazu. Und Jörg, du? Ja, ich teile die Meinung von Christian. Also ich habe es auch so kennengelernt, beispielsweise
als Beispiel, wie würde das in der Praxis aussehen? Wie würde denn Ihr Chef darüber denken zum Beispiel oder so? Ja? Das ist für mich eine zirkuläre Frage, also aus der Sicht eines anderen auf das Thema drauf geschaut, ja, und somit aus der Beobachterposition des anderen, so habe ich es auch verstanden. Dann gehen wir doch gerade mal zum Dirk. Also ich kenne die Technik nur so, dass man quasi Informationen oder eine Rückkopplung erhält über das Verhalten oder das, was eine Person macht, aber indirekt über eine dritte Person. Das heißt, nicht direkt diese Person, die man meint, beschreiben oder fragen, sondern quasi eine andere Person fragen, wie, was macht der für einen Eindruck auf dich oder wie kommt der vor? Habe ich dich jetzt hier richtig mit dem Pfeil gezeigt? Du bist so zwischen diesen Stühlen C und D, ja? Also ja, das war so schwierig für mich. Ich habe auch wie die Adler-Rückkopplung genommen. Okay. Und Lydia? Ich bin bekennende B-Positionierung, also Beobachterposition auch, weil man mit den Fragen durch eine andere Position Informationen kriegt. Edda, bitte. Moment, Christian, sorry, durch den Zettel kann ich nicht sehen. Ich nehme ihn gerade mal runter, ich bedanke mich. Edda ist dran, die hat sich gemeldet und dann kommt Friederike. Genau, aber ich wollte noch mal kurz das C, die C-Position mit einem Beispiel unterlegen. In der Teamintervention könnte ich in Anwesenheit aller Teammitglieder die Frage stellen, was müsste jetzt der A machen, damit der B wieder solche Symptome kreiert zum Beispiel oder krank wird oder Fehlzeiten hat oder was auch immer. Und so würden alle gemeinsam über eine Rückkopplung erleben, wie sie dazu beitragen, dass sie ihr System aufrechterhalten. Ich bedanke mich. Und Friederike? Ja, ich habe D genommen, rein daraus gesehen, wie wirke ich eigentlich als Person selbst? Und wenn ich sozusagen eine zirkuläre Frage stelle und sage, was würde denn, weiß ich nicht, deine Frau dazu sagen oder dein Mann dazu sagen, dann kriege ich eine andere Wirkung von der Person mitgeteilt, die gerade spricht, also von meinem Coachee. Okay, also B wäre Beobachterposition gewesen, das meinst du, glaube ich, jetzt nicht. Nee, ich meine D, Information. D, ich bin falsch, D, wie dusselig kann man denn sein, D, Informationsschöpfung. Also D im Sinne von, ich kriege eine Information über die Wirkung der Person. Ja, ich habe es scheinbar akustisch wirklich nicht erfasst gehabt. Dann haben wir jetzt hier noch die Pamela. Ich bin auch für D und schließe mich da der Friederike an. Also das ist auch meine Wahl. Denn das ist ja genau das, was denkt er wohl, was über dich oder warum glaubst du, tut dein Chef das oder was auch immer. Ja, also ich bin auch D. Dann lass ich doch euch gerade mal gucken, was denn so die hochgeschätzte Meinung ist, was denn richtig wäre. Achtung, Trommelwirbel, Achtung! Also was will denn der Systemiker, es ist eine systemische Intervention, was will der denn mit der zirkulären Frage erreichen? Ich glaube, Edda hat das wunderschön schon am Anfang geschildert gehabt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, Edda? Ich sage immer in Gruppen, lass mich doch zufrieden mit dem Käse, den ich vor 5 Sekunden geäußert habe. Aber vielleicht ist es gerade noch so schriftlich präsent. Edda kann nichts sagen, weil ein anderes Tab offen ist. Ich gebe dir gerade mal das Mikro, jetzt geht's mit dem Reden. Dankeschön. Könnt ihr mich jetzt hören? Perfekt. Es ist nur so, du hast, wenn du auf den Bildschirm gerade schaust, so einen kleinen Bildschirm an deinem Avatar. Das heißt, du hast einen anderen Tab offen und dann funktioniert es mit Mikro, also mit STRG nicht oder Control, sondern funktioniert nur Mikro. Okay.
Alles gut. Also, vielen Dank. Ich wollte nur mal sagen, ich biete auch Ausbildungen für systemische Berater, wenn jemand haben möchte. Ja? Also, was ich gesagt hatte, eine Rückkopplung ist eine Intervention in das Klientensystem, sodass die darüber nachdenken können, mit welchen Verhaltensweisen sie ihre Muster aufrechterhalten. Wir können ja gerade noch mal klären, also Beobachterposition ist auch was Schönes oder Perspektivenwechsel oder so wie was, ist aber was anderes, weil da eben aktiv die Person, in dem Fall der Coachee, diesen Wechsel vollzieht oder nachvollziehen kann und dadurch andere Eindrücke erhält. Informationsschöpfung, das war ja auch heiß begehrt, ne, als Antwort, das wäre ja so, dass dann das passiert so nebenbei, als Nebenbei-Effekt, dass der Coachee viel mehr Informationen über die Person, über den Coachee erhält, als mit anderen Fragemöglichkeiten, aber es wird als Intervention gezielt angesetzt, damit eine Rückkopplung innerhalb der gedanklichen Strukturen des Coaches erfolgen kann. Es freut mich, dass ihr da wart. Ich beende die Aufnahme und wir können in die nächste Session flitzen. Macht's gut, Daumen runter, das geht ja wohl gar nicht. Da müssen wir den Daumen hoch machen und nochmal lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch so eingegeben habt. Jawohl.